Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Pokémon Legenden Arceus. So, mit ein paar angeschlagenen Pokémon müssen wir jetzt den Voltoball besiegen. Wirst du wirklich so töricht sein, Elektroball herauszufordern? Okay, nicht den Voltoball, Elektroball. Du hast Mumm, das muss man dir lassen. Aber sei gewarnt, in einem Duell gegen Elektroball einen innezuhalten, käme einem Todesurteil gleich. Okay. König der Höhle, Elektroball. Mit L zum Anvisieren. Wow. Warte mal, ausweichen, ey. Ach, Mann. Okay, wieder wechseln. Ach, Mann. Komm, mal ausweichen hier, ey. Regeneriere dich. Ah, Mist. Oh, verdammt. Komm, hau ab. Jawohl. Kann ich mich ein bisschen regenerieren. Wow. Gift sehr effektiv, Blut. Okay. Dann nehmen wir es am Rad. Er leidet Verbrennung. Tornupto wurde besiegt. Silberhauch und Gift ist sehr effektiv. Nicht sehr effektiv, sehr effektiv, verdammt. Muss der Sichler jetzt ran. Wow.
Hat er mich jetzt besiegt? Oh, verdammt. Dir wird schwarz vor Augen. Möchtest du es erneut versuchen? Ja, möchte ich. Ach, gleich zwei. Schön. Können die sich gegenseitig zerstören? Ja, wir können die beide sozusagen parallel laufen lassen. Oh Mann. Mann. So, kurz ein bisschen weglaufen. Okay, das ist meine Chance, ihn gleich anzugreifen. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt erst angreifen darf. So viel dazu, ihn gleich zuerst angreifen zu dürfen. Dann kommen wir mit dem Staraptor. Ich hätte ein bisschen mehr Lebensenergie. Dann nutzen wir noch Kraft. Wenn wir die stärkste Attacke, die wir haben, den Luftschnitt. Und nochmal den Luftschnitt. Hat Elektroball verfehlt. Oh, verdammt. Die Tempotechnik. Das war wahrscheinlich effektiv. Luxra. Wenn du mit Unlicht kommst, glaube ich, habe ich gute Chancen. Alter, der war jetzt sowas von unnötig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aha. Das könnte meine Chance werden. Okay, Luxra. Nutz die Chance. Energieball schon wieder. Verdammt. Bidifas. Auch bis ein. Der hat 46, kein Wunder. Oh Mann, gleich war es das für mich. Ja, dann machen wir selber auch kommen. Geschafft.
Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Warum alles beim zweiten Mal? Er guckt trotzdem noch böse. Oh Mann. Du hältst die Blitztafel von Elektroball. Und schon rollt er weg. Was in aller Welt? Ich habe euch dabei geholfen, die Ruhegabe für Elektroball herzustellen, aber jetzt ist es von Trauer erfüllt, da der Segen des ehrwürdigen Sinnoh dahin ist. Ach ja, für mich sieht er ja erleichtert aus, weil es vom großen Leid erlöst wurde. Komm schon, Diam. Das denkst du doch nur, weil du nichts anderes sehen willst. Deine Standpauken sind mir egal, aber was, wenn mich der Zorn des ehrwürdigen Sinnoh trifft? Ankunft pünktlich nach Zeitplan. Was machst du denn hier? Ich will etwas berichten. Nach der gemeinsamen Reise mit Troplay sind mir gewisse Dinge wieder eingefallen. Und zwar Dinge über die Welt, in der ich mich befand, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Die meisten Menschen dort fingen Pokémon und lebten Seite an Seite mit ihnen. Die Menschen und Pokémon verstanden sich gut miteinander und unterstützten sich gegenseitig. Und unter den Menschen gab es solche, die sich selbst Pokémon-Trainer nannten. Sie arbeiteten hart an sich und ihren Pokémon und maßen sich in zahlreichen Pokémon-Kämpfen miteinander, um immer stärker zu werden. Durch die Kämpfe gegen andere Trainer und deren Pokémon lernten sie sowohl ihre Pokémon als auch ihre Gegner besser zu verstehen. Nur Seite an Seite können Menschen und Pokémon neue Wege bestreiten. Kein neues Zeitalter wird hereinbrechen, solange wir die Pokémon fürchten und glauben, nur sie können stark sein. Verstehe. Was in deiner ursprünglichen Welt auch so, Troplay? Hab ich vergessen? Menschen und Pokémon vereinen also ihre Kräfte? Und wir haben stattdessen all diesen Ärger mit den Königen und Königinnen? Ob wir überhaupt dazu in der Lage wären, auch so zu leben? Ist all das möglicherweise doch eine Prüfung, die zeigen soll, ob wir solch eines Lebens würdig sind? Aber natürlich, jetzt ergibt alles Sinn. Damit wir den Pokémon helfen können, stärker zu werden, müssen wir zuerst an uns arbeiten. Nur wenn ich mein eigenes Potenzial entfaltet habe, kann es auch mein Pokémon tun. Ob es das erdewürdige Sinnoh erfreuen wird, dass ich zu dieser Erkenntnis gelangt bin? Diam, erzähl mir noch einmal von den Lehren der ehrwürdigen Sinnoh, die im Diamantclan überliefert werden. Schon gut, dann spitz mal die Ohren. Lass nicht die Trauer dich bezwingen, lass deinen Zorn nicht freien Lauf. Sei zur Freundschaft stets bereit. Lass nicht die Trauer dich bezwingen, lass deinen Zorn nicht freien Lauf, denn wenn das ehrwürdige Sinnoh trauert, dann steht still der Fluss der Zeit. Bravo, bravo. Ich hoffe, dass ihr alle nun mit noch größerer Geschwindigkeit euren nächsten Halt entgegensausen könnt. Und für Troplay ist der nächste Halt natürlich der nächste König. So, diesmal sollte ich meine Rückkehr nach Jubeldorf ohne Zwischenstopp antreten können. Vielleicht kann jemand wie du den Menschen von Hisuya zeigen, dass man sich vor dem Pokémon nicht fürchten muss. Jedenfalls werde ich nun Expeditionsleiter den Boko-Bericht erstatten. Ich empfehle mich. Unsere Geschichte in Ehren halten und nach einer besseren Zukunft streben. Vielleicht ist genau das, was der ehrwürdige Sinnoh als Schöpfer des Universums und Gebieter über die Zeit von uns verlangt. Ich jedenfalls werde an mir arbeiten, damit ich Elektroball zu neuen Höhen helfen kann. Okay. Gut. So, also Elektroball ist hier erledigt. Und ja, jetzt kommen dann Pokémon der Stufe 50 und die kann ich halt noch nicht sehen. Das heißt, jetzt muss ich erstmal so oder so. Ja, ne? Ach. So oder so erstmal hier. Ein bisschen, ja, ich sag es mal, Aufgaben erledigen. Steinpforte, Steinpforte.
frage mich gerade, wie sind wir hier eigentlich hochgekommen? Ach genau, von da hier hoch, beziehungsweise hier durch. Und dann sind wir hier hochgeklettert. Ich habe jetzt gerade die Frage, ob ich hier überhaupt runter kann. Also hier. Oder ob ich da zu der Steinpforte komme. Ah, da ist aber was. Alter. Tut mir leid, ich habe aber keinen Pokémon. Ich muss jetzt erstmal meine Pokémon retten. Beziehungsweise meine Pokémon retten, meine Pokémon, Ach, schon wieder so einer. Nee, das ist ja noch einer. Ah. Schnell weg hier. Ah. Alter, was ist denn hier los? Gucken wir mal, wo sind wir? Ach, hier sind wir jetzt. Verdammt, ganz woanders. In alle mal groß sein gleich. Hier weg. Wieder, wo wir sind. Wir sind auf dem richtigen Pfad. Nur noch 18 Geisterlichter. Stimmt, die könnte ich erstmal alle suchen. In dem Gebiet, in dem ersten. Ich glaube, mittlerweile habe ich dazu gute Chancen, da endlich alle zu bekommen. Nee, ich möchte nicht mit dir sprechen, ich möchte mich erstmal ausruhen. Ich möchte eigentlich in das andere Gebiet. Verdammt, jetzt muss ich erstmal mit Larven sprechen. 7 Pokémon. Gut voranzukommen. Pokémon Pokédex wird aktualisieren. Impressive. Du hast also tatsächlich Elektroball, den König der Höhle, besänftigt. Kehre ins Dorf zurück und starte den Boku Bericht. Ich will aber nicht ins Dorf. Mann. Mal schauen, ob ich wieder raus kann. Obwohl, ich könnte ja eigentlich mal gucken, ob ich hier irgendwelche bekomme. Hier kann ich gar nicht meine Pokémon nutzen. Die gerne nutzen möchte, aber vielleicht finde ich ja hier irgendwo welche. Mal mit euch nehmen, die sind irgendwo hinter den Gebäuden versteckt. Das sag ich doch. Geisterlichter sind hier noch. Dann suchen wir die 5 Geisterlichter mal. Natürlich, wenn so offensichtlich wären, wäre es ja auch langweilig, ne? Noch 4. Da hinten habe ich gerade, glaube ich, eins gesehen.
noch 3. Wenn es auch Erfahrungspunkte für die Pokémon geben würde, wäre schön. Da ist auch 1. Und da ist auch 1. Super. Nein, ich muss irgendwo anders rum. Da ist es, da ist es, da ist es. Zwei. Und da komme ich nicht durch. So, 1 fehlt jetzt noch. Wo könnte das nur sein? Vielleicht ja hier irgendwo. Aber ich glaube, das hätte ich dann schon gesehen. Aber, ja, vielleicht aber auch hier auf dieser Höhe. Hier irgendwo. Hier irgendwo vielleicht. Vielleicht hier hinten. Tatsache, da ist es. Ha. Strand des Aufbruchs. Yay, da haben wir es. Alle Geisterlichter in diesem Gebiet eingesammelt. Yay. Nice. Das ist schon mal schön. Aber wir müssen ja alle sammeln. Ich weiß gar nicht, was gab es denn eigentlich für eine Belohnung? Missionsliste. Wo sind denn die? Rätsel des roten Irrlichts ist es nicht. Geisterlichter. Doppelrettich. Wow. Oh Mann. Übrigens, ich habe immer noch keine Hinweise wegen dem Knose bekommen. Wenn ihr da Hinweise habt, ist super. Ja, eine Aufgabe. Ach, was für ein entzückender Schweif das war, den ich da gesehen habe. Ja. Das Pokémon versteckt sich hinter einem Felsen, sodass ich nur seinen Schweif sehen konnte. Ich vermute also, dass es sich um ein recht kleines Pokémon handelt. Ach, wie gerne würde ich diesen bezaubernden Schweif noch einmal sehen. Der Schweif jenes Pokémon ähnelt einer Sprungfeder und es bewegt sich... Und es bewegt ihn äußerst anmutig. Bitte zeig mir dieses Pokémon, falls du eines fangen solltest. Du kriegst auch eine Belohnung. Ein Pokémon mit einem Schweif. So. Eine Sprungfeder. Eine Sprungfeder. Ah. Ein Charmian. Könnte ich dir zeigen. Hast du das Pokémon mit der bezaubernden Sprungfeder für mich gefunden? Ah, jetzt muss ich es nur finden. Da. Jawohl, das ist es. Nach dem Pokémon mit diesem anmutigen Schweif habe ich gesucht. Schau nur, wie schön sein Schweif gewunden ist. Was für eine herrliche Form. Das launische Schwingen seines Schweifes ähnelt Blättern, die im Wind tanzen. Damit bringt es bestimmt jeden Gegner aus dem Konzept. Diesen Schweif ist kein Lob genug. Und was für ein Ruf. Hat es mich schon etwa in sein Herz geschlossen? Pokémon machen mir zwar Angst, aber für dieses könnte ich vielleicht eine Ausnahme machen.
Ach, es hat mich gekratzt. Vielleicht sollte ich der Sache noch etwas Zeit geben. Ich danke dir jedenfalls, dass du mir einen Charmian und vor allem seinen Schweif gezeigt hast. Eines Tages möchte ich ein Pokémon mit einem herrlichen Schweif haben, mit dem ich mich so gut verstehe, wie du dich mit deinem Partner. Okay, das ging schnell. Das war eine schnelle Aufgabe. Oh, da vorne ist wieder eine Aufgabe. Wird aber der gleiche sein, ne? Möchte ja wahrscheinlich einen Charmian selber haben, hä? Was mache ich denn bloß? So wird Lias denken, dass sein Vater eine Memme ist. Oh, ich kenne dich doch. Du gehörst zum Forschungstrupp, stimmt's? Moment, Forschungstrupp? Das passt ja perfekt. Vielleicht kannst du mir behilflich sein. Mein Junge und ich wollten eigentlich zum Strand des Aufbruchs. Es soll nämlich spuken. Dummerweise kriegt mein Sohn bei Geistern aber mächtig Muffensausen. Beste Lösung wäre natürlich einfach nicht hinzugehen, aber... Was muss, das muss. Es ist doch echt traurig, wenn man sein Leben lang Bammel vor Geistern hat. Also, das wäre schade für meinen Sohn, meine ich. Naja, jedenfalls will ich mich mehr mit Geistern auseinandersetzen und dabei helfen, seine Ängste zu überwinden. Manche Pokémon werden doch Geister genannt, oder? Nebulak zum Beispiel. Wenn du mir Infos zu Nebulak bringen könntest, wäre das super. Weiß gar nicht, habe ich schon Nebulak? Nebulak. Ah, Forschungslevel noch nicht ganz fertig. Mist. Also muss ich noch Nebulax finden. Okay. Aber gut, das sollte ja im Rahmen des Machbaren sein. Yep. Ich möchte Obsidian Grasland. Genau. Und dort möchte ich jetzt schlafen bis zur nächsten Nacht. Bis in die Nacht. Ist zwar Nacht, aber egal. So, und jetzt will ich hier die Lichter suchen. Müssen ja hier irgendwo rumschweben, ne? Hä? Ich hab nach rechts gedrückt. Ich suche etwas, was lila ist. What? Was passiert jetzt? Was ist das seltene Ponita? Ist geflohen. Okay. Muss ich irgendwie an das Ponita rankommen, das so selten ist? Hyperball. Ich habe einen Hyperball. Einen Schwerball. Ich weiß nicht, ob Ponita jetzt schüchtern oder scheu sind.
Könnte ich eigentlich mal gucken. Ponita. Weil das noch nicht erforscht wurde. Ah, verdammt. Natürlich habe ich dazu noch keine aussagekräftigen Informationen. Frage ist, wie weit kommt es hier hoch? Yes! Ja! Ich habe das seltene Ponita gefangen. Juhu! Und da hatten wir jetzt hier noch was zum Einsammeln.15 Geisterlichter. Oh mein Gott. Leute, das ist eine Menge. Da darf ich gar nicht rausschwimmen. Hier geht's nicht weiter. Gut, ich wollte nicht aus dem Wasser raus, aber ist in Ordnung. Hier irgendwas Interessantes? Nope. Und dieses Pokémon? Das hat jetzt gerade mal kein Interesse. Tja, irgendwie finde ich die Lichter hier nicht. Was war denn jetzt hier nochmal? Dafür brauche ich ja auch wieder ein anderes Pokémon, ne? Aber hier habe ich eins. Und mit dem würde ich mich dann jetzt verabschieden und sagen, danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhautrein. Tschö, tschö.